Ja, und damit sage ich recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem sehr lang erwarteten Projekt, zumindest von mir. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wir drücken jetzt mal auf Start. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt namens Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed Brotherhood, ein sehr krasses, geiles Spiel, muss wirklich sagen. Ich habe hier gerade die Verpackung neben mir stehen. Ich habe es schon mal mehrmals durchgespielt. Assassin's Creed Brotherhood, ab 16 freigegeben. Von Ubisoft Entertainment. Auf der Xbox ist das hier. Wie gesagt, von Ubisoft. Richtig cooles Spiel. Wie gesagt, ich denke mal, jeder, der das jetzt gerade guckt, hat auch bei mir den zweiten Teil geguckt. Oder wird den zweiten Teil erstmal gucken. Vielleicht aber auch den ersten noch von mir, der aber von der Tonqualität ziemlich scheiße ist, weil es halt mein erstes Let's Play war. Aber nun ja, du bist nicht allein, ist hier der Titel auf der Rückseite von dem Spiel. Ich leg's wieder hin. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein krasses Spiel sein und ein schönes Erlebnis mit euch. Und deswegen kann ich nur sagen, ich freue mich auf dieses Let's Play. Es ist nicht blind, es ist aber, wie gesagt, ich bin nicht der Beste in diesem Spiel, also verzeiht mir, falls ich nicht perfekt spiele. Aber nun ja, also man kann halt nicht perfekt spielen, also ich zumindest nicht, kann nicht perfekt spielen, ich verkacke in irgendeinem Spiel immer, irgendwo, in irgendeiner Weise. Und deswegen kann ich nur sagen, freut euch drauf, wir gehen kurz noch in die Option, gesprochene Sprache Deutsch, Untertitel an, und Sprache Untertitel Deutsch, perfekt. So soll es sein. Mehr Spieler gibt es auch, aber wie gesagt, der wird nicht gezeigt. Wir zeigen ihn in den Story-Modus. Ich gucke gerade, ob ich aufnehme. Einen Moment kurz. Tut mir leid. Ja, perfekt. Alles perfekt. Am Aufnehmen. So. Perfekt. Und somit kann ich nur sagen, wir werden es durchspielen. Auf jeden Fall. Freut euch drauf und los geht's mit Assassin's Creed Brotherhood. Story-Modus. Eine neue Sitzung. Und wie ich schon Assassin's Creed 2 genannt habe, werde ich den hier auch wieder YouTube nennen. Das ist für euch. Nein, Schatz. Also, natürlich ist es für euch, aber... YouTube. Ja. Mehr kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen. GTA 5 geht natürlich weiter, aber es geht jetzt hier um Assassin's Creed und das Assassin's Creed und Universum und viel Spaß bei meinem neuen Projekt. Also, los geht's. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer. Besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich. Banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven.
Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen. Die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Ja, sehr bewegend. Und jetzt geht's los. Oder weiter. Mit Assassin's Creed Brotherhood. Viel Spaß. Auditore führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts hier tun. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Il Vaticano, Dezember 1499. Alles klar. Ezio auf der Suche nach Antworten. Aber kurz bevor ich jetzt hier weitermache, ich muss kurz in den Optionen nachgucken, weil das war gerade Helligkeit ist auf 8 gestellt. Das war echt zu hell, es tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich hoffe, es tut mir wirklich leid. Ich guck nochmal, es tut mir echt leid, also das ist echt nicht geplant, ey. Mach ich mal auf 7. Mach ich auch mal auf 7 und die Sprachlautstärke gleich auf 10, denn sonst hört man ja die Sprache nicht so gut, oder? Also, los geht's, weiter. Alles klar, gehen wir weiter. Da ist der Innapfel. Ja, der Papst ist weg. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Ja, alles klar, Ario. Alles klar, Onkel. Adlerauge, genau. Da erkennt man den Weg. Und das Klettern, wie es in den vorigen Teilen war, gibt es wie gesagt auch immer noch. Teil 2 hat sich ja ziemlich gut verkauft.
Denke ich, glaube ich zumindest, dass es so war. Und deswegen haben sie eigentlich nicht viel verändert. Ja. Brawl war, glaube ich, auch in den Verkaufszahlen nicht extrem schlecht. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Das kann natürlich auch sein. Okay, fliehen wir mit Mario, mit unserem Onkel, den wir auch aus Teil 2 kennen. Ja, Mario Auditore auch ein Assassine, so wie wir. Wir folgen ihm einfach mal und versuchen zu fliehen. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio. Los! Ja, okay. Ah, verdammt nochmal! Mario! Wendet euch von ihnen ab! Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Sei bereit zum Kampf. Natürlich, natürlich, Mario. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Na, super. Stimmt, du kannst es immer noch. Naja, ich hab doch erst eingetötet. Buona questa. Exzellent. Sehr gut. Imposant. Gehen wir alles schön weg. Alle einzeln nacheinander. So, war ja nicht so schwer, oder Mario? Komm, fliehen wir schnell, lieber schnell von hier. Kein angenehmer Ort hier. Vor allem, wenn wir gerade den Papst Borgia angegriffen haben. Cazzo, das sind zu viele! Wer ist zu viel? Hä? Ich habe hier nicht verstanden, wer zu viel sein soll. Kannst du mal wiederholen? Mario, schaffst du? Komm, Mario. Ja, und yes, Mario. Mein Retter. Okay. Oh. Ezio, hierher. Aha. Perfekt, Mario. Wie ein Team. Wie im Team. Super gemacht. Okay, Mario, einfach. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Gott, Mario, Alter. Ich folge dir einfach, Mario. Ich mache auch nichts Böses, versprochen. Ich bin nur jetzt die Auditore. Der Prophet, aber sonst eigentlich niemand. Okay, du gehst zuerst, ja? Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bene. Spring! Und
Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Brotherhood und damit ein willkommen, einfach, keine Ahnung, ich bin einfach zu dumm dafür. Ja, Ezio. Diesmal ohne Cape, beziehungsweise ohne Kapuze, würde ich sagen. Ja, nett, spaßiger Geselle. Oh naja. Monteregione, Januar 1500. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero? Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Natürlich nicht. Hätte ich was anderes erwarten können. Ich folge dir einfach, Mario, ne? Ja. Yo, Ezio ist wieder in the house. Oh, in town. In der town. Willkommen zurück, Ezio. Da, das ist Ezio. Lasst mich sehen. Buongiorno. Salve, Mario. Schön, nach Hause zu kommen. Seht euch die beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Ja, das war Claudia, Auditore, unsere Schwester. Kleine Schwester, die einzigste Geschwister, das einzige Geschwisterpaar, was noch überlebt hat. Kann man, denke ich mal, so sagen. Und wir haben jetzt drei verschiedene Möglichkeiten noch an dem heutigen Tag vor. Denn Ezio, wie wir alle wissen, ist ein sehr beschäftigter Mann. Ne? Das wissen natürlich alle. Und somit machen wir die Aufgaben dann auch. Und ja. Das ist doch jedes Mal dasselbe. Genau, wir gehen jetzt einfach zu der Frau hin und helfen dieser Frau mal. Die Männer in dieser Stadt sind doch alles Mem. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht einer. Ja, bin ich ja gerade richtig hier, ne, würde ich sagen. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Mal sehen. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh. Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen?
Da wird mir gewiss etwas einfallen. Oh, Ezio. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Bis da vorne, das sind 2 Sekunden, ja, Ezio. Meine Fresse. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Ja, damit hätten wir eine Aufgabe erledigt. Ja, Ezio mal wieder unter sich, ne? Unter seinen Kumpanen. Mal wieder, wie immer, eigentlich, so der Chômeur unter den Damen. In Anführungszeichen. Und, beziehungsweise der Chômeur der Damen. Der einzige, der gerade hier in Town ist, der das machen könnte. Somit, haben wir das auch erledigt. Und es gibt wohl ein Fest für Claudias Geburtstag. Und es sollte eine Überraschung sein, so wie es aussieht. Und naja. Ja, wir können jetzt hier hoch oder runter gehen. Ich denke, wir machen erstmal das hier außerhalb. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir denn? Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Ezio, wo ist denn das Pferd? Ach komm. Wehe auf, aufzusitzen, ist mir klar. Yes. Niemand kann mich aufhalten. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Ja, unsere Schlachten wurden gewonnen. Zumindest kann man das erstmal so sagen, in Anführungszeichen. Ach, hier kann man ja gar nicht hoch. Dann gehen wir nach oben. Ein bisschen klettern angesagt. Ja, ich hätte natürlich auch den Aufzug nehmen können, aber naja. Das sind Aufzüge. Die können einen hochkatapultieren. Jetzt gehen wir jetzt zu den Kanonen. Zu den Leuten mit den, zu den Söldnern. Oder zu den Leuten, die Stadt hier bewachen, in Anführungszeichen. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Ja, dann suchen wir ihn mal. Beziehungsweise er wird ja angezeigt auf der Karte, auf der Minimap. Auf der Minikarte. Ja. Ach, mein Freund. Einfach so hier am Trinken, ne? Mein Freund. Mein Gott, ey. Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Ja, das ist Verkaufsstrategie, beziehungsweise das... Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss ja ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier.
aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Ja. Yeah. Kommst du, mein Freund? Außerdem gibt's heutzutage Kanonen wirklich schon in der Art jede Menge. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Jo. Dramatische Musik und jetzt können wir mal hier ein bisschen schießen. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Sehr schönes Ding. Sehr, sehr, sehr schönes Ding hier. Gefällt mir richtig gut, das Teil. Ja, das gefällt mir, das Teil. Das ist auf jeden Fall eine Klasse für sich. Perfetto! Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone.